Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Kingdom Come Deliverance. Und wir werden jetzt hier oberhalb vom Thallenberg das Lager aufsuchen. Wir sind nicht bei voller Gesundheit. Das könnte ein bisschen gefährlich werden. Aber okay. Das nehmen wir einfach mal so mit, sag ich mal. So, jetzt werden wir erstmal hier... Wer ist das? Ah, das ist zu nah am Lager. Ich wollte eigentlich noch irgendwen umbringen auf dem Weg oder so, um ein bisschen vielleicht Health-Stuff zu kriegen oder so. Was ist das hier? Wohnt hier jemand? Augenscheinlich wohnt hier jemand, ja. Aber wenn wir hier hinten reingehen... Hi! Schwarzer Lukesch, der ist gar nicht schwarz. Der ist gar nicht schwarz, Freunde. Was geht mit dem? Der kann mir Schlösserknacken beibringen? Okay, ich wollte hier eigentlich nur durch. Ich war gar nicht hier. Eigentlich wollte ich Sachen klauen, aber die waren zu Hause. Was ist mit denen? Warum sind die einfach zu Hause, Freunde? Habe ich denen das erlaubt, zu Hause zu sein? Und warum hat der Hund noch dann so ein Radau gemacht? Das geht ja mal gar nicht. Hier ist alles abgeholzt auf jeden Fall. Die wollen nicht mit mir reden. Wer ist er? Ein Holzfäller. Also, wie war die Questlog nochmal? Ich muss den Weg der Anleger bis an eine verfallene Hütte. Okay. Verfallene Hütte. Ich wollte aufsitzen. Danke. Das ist, glaube ich, die falsche Richtung, oder? Hier geht's auch noch nach oben. Soll ich lieber nach oben? Hier hin. Komm. Ich gehe lieber erstmal nach oben. Was die Holzfäller hier gemacht haben, ey. Krass. Bis zur abgerissenen Hütte. Und dann? Wie war es dann, Freunde? Rechts, links, geradeaus. Lichtung mit großer Buche. Welchen Weg soll ich folgen? Dem linken oder dem rechten? Fragen über Fragen. Hier ist eine große Buche, oder? Nee, das ist nur eine Lichtung. Bis zur nächsten Wegkreuzung. Geh nach links und folge dem Weg, bis du die nächste Wegkreuzung erreichst. Okay. Okay, 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 Freunde. Du hast entdeckt interessanter Ort. Yeah, schweres Wort. So, wo ist denn die nächste Wegkreuzung hier? Kommt hier noch mal hier. Wohin jetzt? Links, rechts? Nimm die linke Abzweigung und geh bis zur nächsten Wegzweigung weiter. Okay, okay. Das testen wir mal. Das kommt jetzt. Geradeaus weiter bis zum Lager. Dann hätten die auch einfach sagen können, geh einfach geradeaus weiter bis zum Lager direkt. Aber okay.
Ich hoffe nur, ich muss nicht kämpfen. Ich kann nicht kämpfen. Wo kommt denn hier das Lager? Sabotiere die Banditen, bevor die Schlacht beginnt. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Wollen die direkt kämpfen? Sisi. Ich habe keine Ahnung, was sie sagen. Oh fuck, das sind zwei, ne? Come on, das kann ich doch nie machen, dass ich da irgendwas erreiche. Hoffentlich bin ich noch da, ja, gut. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Die soll mich nicht bemerken. Eine Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Okay. Ich kann jetzt schon zu Herrn Ratzig zurück. Das ist super. Aber ich könnte auch noch ihr Essen vergiften oder so. Hier kurz das Schloss knacken. Und irgendwas mitgehen lassen. Alter, 400. Okay, ich muss irgendwas kurz wegpacken. Ich darf ja hier nicht entdeckt werden. Was ist das? Ein abgebranntes Haus. Okay. Okay, das packe ich weg. Das packe ich weg. Mein Pferd kann nicht mehr tragen. Aber ich habe genug. Okay, passt. Ich sag M und meine auch M. So, gibt es hier einen Schnellreiseort? Hier. Dann gehen wir dahin. Puh, Freunde. Uiuiui. Überfall auf dem Weg. Meiden. Ausweichen. Ignorieren. Oh, come on. Lass mich den doch ignorieren, es ist doch mitten in der Nacht. So, habe ich jetzt schon wieder eine neue Aufgabe? Alles optional. Okay. Kehre zu Herrn Ratzig zurück, das ist das Wichtige, Freunde. So.
Ich sehe gerade null, wo ich hinreite. Aber okay. So, wo ist er denn jetzt her? Schläft der echt auf dem Boden? Was ist mit dem? Was willst du? Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Es gibt da ein verlassenes Dorf in den Wäldern. Und dort verstecken sie sich. Klingt nach Pribuslavitz. Es gehörte Herrn Divisch, bevor Havel-Medek es überfiel und niederbrannte und Divisch danach wegsperrte. Seitdem ist es immer. Ja, das ist das. Sie wäre nur ein wilder Haufen. Erdwälle und Befestigungsanlagen. Das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Ja. Ich habe mir ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Und Bogenschützen? Gab's auch. Sie haben ein paar und die sind gut aufgestellt. Wenn wir sie frontal angreifen, richten sie wohl großen Schaden an. Das gefällt mir nicht. Es verkompliziert die Sache. Sich vor der Schlacht um sie zu kümmern, wäre die beste Lösung. Okay. Ich versuchte sie zu zählen. Habe ich das? Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, weil niemand mehr da ist. Ich habe sie gar nicht versucht zu zählen. Dort ist schon einiges los. Verflucht. Wir benötigen auf jeden Fall Verstärkung. Die Männer in Tallenberg sollten reichen. Oh Gott, ich lasse die Burg nur ungern unbewacht, aber wir haben Tallenberg keine andere wird zufallen, Freunde. Das ist alles, was ich weiß, Herr. Mehr fiel mir nicht auf. Schon gut. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Nein, Herr. Wie dem auch sei, das war gute Arbeit und du verdienst eine Belohnung. Doch zuerst müssen wir ausrücken und ihnen schnellstmöglich ein Ende bereiten. Okay. Du musst dich zu Herrn Divisch nach Tallenberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Bitte ihn, so viele Männer wie möglich zu versammeln und nur die Nötigsten zurückzulassen. Dann soll er nach Pribuslavitz marschieren. Ich tue dasselbe. Hoffentlich haben wir dann genug Männer, um die Banditen zu besiegen. Ich hab die doch gar nicht gezählt, ey. Krass. Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gott sei mit dir. Okay. 125 Groschen habe ich erhalten dafür. Ab geht's nach Tallenberg, würde ich sagen, ne? Schnell reisen. Ja. Kriege ich jetzt schon mein Schwert zurück? Nee, oder? Okay, ich muss mal kurz die Fackel in die Hand nehmen. Ich habe keine Fackel. Pferd, Fackel, give it to me. Ich brauche nur eine. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Kann ich irgendwas dafür in die Rüstungstasche packen? Ja, nice. Dum-dum. Wo ist denn der Typ? Schnapp dir Wicht, habe ich als Aufgabe. Ich wecke ihn einfach mitten in der Nacht. Was geht mit mir?
Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Nix. Herr Ratze schickt mich mit einer wichtigen Nachricht. Er bittet um Verstärkung. Er braucht mehr Männer? Was ist passiert? Die Banditen und Kumanen haben in Pribislawitz ein Lager errichtet und führen etwas im Schilde. Herr Ratzig will sie angreifen, hat aber nicht genug Männer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles von Anfang an. Ich könnte das Lager der Banditen ausfindig machen, die Neuhof überfielen. Es ist kein gewöhnlicher Haufen von Schurken, sondern eine kleine Armee in einer befestigten Anlage. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber sie bereiten sich auf irgendetwas vor. Herr Ratzig will sie vernichten, bevor sie zuschlagen. Es ist also schlimmer, als ich dachte. Herr Ratzig hat recht. Wir sollten handeln, ehe es zu spät ist. Meine Männer bekommt er. Herr Ratzig meinte, du müsstest all deine Männer aufbieten. Bis auf ein paar für die Burg. Was? Alle? Es sind wirklich viele, Herr Divisch. Herr Ratzig lässt das Lager auch nahezu unbewacht zurück. Wir sollen in Pribislawitz zu ihm stoßen und gemeinsam angreifen. Also gut. Herr Ratzig weiß, was er tut. Ich lasse die Männer antreten und unterstelle sie Hauptmann Robert. Würdest okay. du meine Männer hinführen? Klar. Ja, Herr. Möge dir Gott im Kampfe beistehen. Okay. Kacke. Eieiei. Besonders, ich kann nicht looten danach. Sind wir jetzt schon da? Herr Ratzig. Ich bin froh, dich zu sehen, Hauptmann Robert. Ich hoffe, Heinrich hat dir alles erklärt. Klar. Hat er, aber ich kann es kaum glauben. Wer könnte solch ein kampfstarkes Heer aufstellen? Und das direkt vor unserer Nase. Das gilt es herauszufinden. Aber wir erfahren es wohl erst nach der Schlacht. Wer weiß, wozu sie in ein, zwei Wochen imstande sind, wenn wir sie jetzt nicht vernichten. Ganz deiner Meinung, mein Herr. Wie gehen wir vor? So, Junge, wir haben das Lager fast erreicht. Jetzt müssen wir behutsam vorrücken. Sag mir, wie es rund um das Lager aussieht, damit ich entscheiden kann, von welcher Seite wir angreifen. Herr, das ist eine große Verantwortung. Ich denke nicht, dass ich... Ich habe dir eine Frage gestellt, Junge. Du warst dort und hast alles gesehen, also rede. Oh Gott. Es gibt drei Wege ins Lager. Den direkten Weg, dann einen langen Pfad, der durch die Wälder und über ein altes Wehr führt, und einen über eine schmale Brücke, über einem tiefen Graben. Sprechen wir zuerst über den direkten Weg. Klingt nach der einfachsten Herangehensweise. Wie sieht es dort aus? Ich weiß es doch nicht. Rund um ihre Palisade. Sie ist befestigt und wird bewacht. Wir kämen höchstwahrscheinlich in einen Pfeilhagel. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen. Mhm. Was ist mit dem Zugang durch den Wald und über das Wehr? Dieser Umweg durch unwegsames Gelände gefällt mir nicht, aber wenn es die bessere Variante ist. Es ist ein langer Weg durch die Wälder und dort sind Patrouillen. Sie würden Alarm schlagen, bevor wir das Lager erreichen. Okay. Dachte ich mir. Was ist mit dem Zugang über die Brücke? Etwas eng für meinen Geschmack. Die Brücke ist schmal, aber würden wir sie überwinden, wäre das der beste Ort für einen Kampf. Wir müssten bloß an ein paar Bogenschützen. Die habe ich gesehen, die Bogenschützen, ja. Bester Ort für einen Kampf. Aber die Brücke und die Bogenschützen, das ist keine leichte Entscheidung. Jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet, Herr. Und du wirst entsprechend belohnt werden. Schon wieder Geld? Es klingt, als sei die Brücke der beste Weg. Wenn wir schnell sind, haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Mit Gottes Hilfe werden wir siegreich sein. Okay, ich habe Angst. Dezent, wir werden sowas von verkacken, Freunde. Also jetzt ernsthaft. Kämpfe dich in das Lager. Alter, ich habe doch keine Chance da. Ich kann nicht mal ausweichen. Freunde. Wir greifen von Süden aus über die Brücke an. Männer, macht euch bereit. Vorwärts. Müssen wir hier lang? Scheinbar.
Ah, hier ist die Brücke. Okay. Schilde hoch, ich hab kein Schild. Oh fuck. Okay. Ich hab ganz schön viel Damage bekommen. Kann ich mal kurz hier plündern? Hat er was dabei, was ich gebrauchen kann? Oh fuck, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen hier. Weil das Gewicht überhand genommen hat. Die muss ich mal kurz wegschmeißen wieder. Geht das nicht? Ich will die doch nur wegschmeißen. Moment. Wenn ich die anziehe? Nee, leider muss ich die echt wegschmeißen. Mein Pferd kann nicht mehr tragen. Oh, come on. Gibt's doch nicht. Wo kämpfen die schon? Hier vorne? Oh, fuck, 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 fuck. Erstmal kurz erholen. Wir kämpfen alle gerade gegen einen, mehr oder weniger. Ich habe auch noch was dazu beigetragen. Ich muss mal kurz den Skillbomb machen, Freunde. Ich weiß, hier mitten im Kampf ist immer ein bisschen komisch, ne? Aber ich habe irgendwas Neues erhalten. Das will ich mal kurz hier machen. Müssen wir mal kurz gucken, was wir können. Frischluft nach dem Kerker. Bürger. Erste Hilfe. Annehmen. Kampf. Können wir auch wieder was Neues? Annehmen. Und hier war noch was. Schwert. Das kann ich mir doch eh nicht merken. Zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Okay. Okay, Freunde. Ich habe mich ins Lager gekämpft. Erfolgreich. Ich alleine natürlich. Mein Skill. Das glaubt wird selig, aber ja.
Ich muss mal kurz einen anderen Bogen mir besorgen. Und den Bogen mal kurz in die Satteltasche packen. Ach, ich muss den auch noch ausrüsten, natürlich. Ich habe halt kaum Energie, ne? Das ist so ein bisschen das Problem hier. Was? Er gibt mir direkt einen Instant Shot. Come on. Das gibt's doch nicht. Ich brauche Alchemie, sehe ich da gerade. Also so vom Ton her bin ich immer noch da mitten im Kampf. Von daher ist das in Ordnung. Okay. Ich rüste jetzt mal wieder den anderen Bogen aus. In die Sattel. Ah, mein Pferd kann nicht mehr tragen. Ich muss erst den rausnehmen. Dann zack. Inventar. In die Satteltasche. Ausrüsten. Fertig. Habe ich irgendwas zum Heilen dabei? Nahrung oder so? Gesundheit 2, 0, 0, 1 hier. Essen. Wie viel habe ich davon? Ich esse alle. Info brauchen wir wieder. Gibt hier noch irgendwas Gesundheit? Der Wein theoretisch. Wo sind hier Bogenschützen? Ich baller einfach mal mit dem Bogen ein bisschen rein. Oh fuck. Okay. Der Anführer der Kuman ist schon getötet. Nice. Alter, wäre hier geiles Loot, ne? Immer auch zurückhalten wieder, Freunde. Wo sind die Bogenschützen? Was macht der hier? Der wiegt nix. Verbände kann man mitnehmen. Na, gibt es hier irgendwo eine Info? Keine Gesundheit. Ich muss mal kurz hier einen Verband nehmen oder so. Ich kann nur Verbände nehmen, wenn ich blute. Die packen wir mal weg. Habe ich irgendwas dabei, was Gesundheit noch gut macht? Nein, oder? Trinkwasser. Wo sind denn die Bogenschützen? Um die ich mich unbedingt kümmern soll. Hier augenscheinlich nicht.
Ich habe nicht mal Bogenschützen gesehen bisher. Wir laufen denen also einfach hinterher hier. Hier oben oder? Ah, da oben! Ach, das ist mein Kollege. Warum hat er keine Waffe? Oh, fuck. Mit dem Bogen kann ich da natürlich nichts ausrichten. Huhuhu, der hat mir eine übergezogen. Okay, ich guck mal kurz, ob der hier irgendwas dabei hat zum Essen. Trinkwasser. Trinkwasser muss ich direkt nehmen, Freunde. Ah, ich bin im Kampf. Ich kann das gerade nicht nehmen. Oh, fuck. Billiger Wein. Oh fuck, da kommen ja mega viele. Uiuiui. Was? Wer hat mich denn jetzt umgebracht? Come on. Ich habe gar nichts zum Heilen dabei. Warum habe ich nichts zum Heilen mitgenommen? Wie dumm war das von mir? Die Frage ist, kann ich da irgendwo was zum Heilen finden? Ich muss mich dringend heilen. Gesundheit geht vor. Game over, du hast die Schlacht verloren? Was? Was? Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ja. Freunde, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin und rein. Ciao!